Ein herzliches Hallo, hier ist Svenja. Ich helfe dir, dass du aus deiner tiefsten emotionalen Verletzung eine unbesiegbare Kriegerin, ein unbesiegbarer Krieger wirst. Und das mit Hilfe meiner Pferde. Und heute möchte ich dir erzählen oder dich fragen vielmehr, ob du es auch kennst, dass du immer mal wieder ganz tolle Impulse oder ganz tolle Ideen für dein Leben hast. Egal welche Impulse, ob es ist, dass du irgendetwas Neues arbeiten möchtest, dass du ein neues Hobby machen möchtest, dass du dein Leben verändern möchtest. Und dann gehst du mit deiner Idee, mit deinem Impuls, dann gehst du raus und erzählst es vielleicht deinem Partner, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Freunden. Und dann kommt quasi so ein Gegenwind. So, oh, das kannst du doch nicht machen. Oh, du kannst jetzt doch nicht deine Arbeit wechseln. Oh, damit verdienst du kein Geld. Oder was soll das denn für ein bescheuertes Hobby sein, was du dir jetzt aussuchen möchtest? Ist doch viel zu teuer, ist viel zu viel Zeit. Und ich möchte dich fragen, ob du das auch kennst, dass du eigentlich wie so eine strahlende Blume, wie so eine Sonne, diese Idee hast und denkst, oh, das wäre total toll. Und dann erzählst du das irgendjemanden und dann so ist so diese Energie, diese Freude weg. Und ich möchte dich animieren, ich möchte dir den Impuls geben, dass du genau dem folgen solltest. Weil alles, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, was dir Fülle bringt, das zieht laut dem Gesetz der Resonanz wieder mehr in dein Leben. Und ich möchte dir sagen, ich kenne das auch. Es gibt oder gab so viele Dumpfbacken und Klugscheißer. Und ich sage das auch mal so ganz plakativ, weil es war ganz oft so in meinem Leben, dass ich mega Ideen hatte. Und ich sitze gerade in einer mega Idee, die ich mir verwirklicht habe, nämlich in meinem super geilen Wohnwagen auf meiner Pferdeweide, wo ich meine Retreats mache, wo ich meine Menschen begleite, die sich dafür entscheiden, in ihre Kraft und Fülle zu kommen. Und das ist so schön hier. Ich zeig dir das mal. Also das ist mein super toller Wohnwagen. So. Und da hinten sind die Pferde. Und hier ist meine mega, mega, mega Weide, wo im Sommer ich noch große Zelte stehen habe, so Baumwollzelte, und wo ich dann mit dir in dein Wachstum gehe. Und was meint ihr, was ich alles für Gegenwind hatte? Gegenwind von, bist du total verrückt? Du kannst doch nicht. Ich hatte ja eine Riesenpraxis gehabt in der psychologischen Beratung. Ich hatte bis zu 7 Angestellte und ich habe echt ein dickes Ding gedreht und habe auf einmal diesen Ruf gefühlt. Ich möchte in die Natur, ich möchte zu den Pferden, ich möchte mein Wissen aus der psychologischen Beratung mit den Pferden verbinden. Und das war echt krass, weil eigentlich alle, außer meine Coaches, alle haben mir gesagt, es ist völlig irre, was du machst. Du gibst etwas ganz Sicheres auf, um was denn? Um deinen Traum zu leben? Um dein Leben wie ein Ponyhof zu gestalten? Und ich habe irgendwann gesagt, ja, weil das so tief in mir war, weil da so eine Kraft, so eine Energie, so eine Freude, so eine Leichtigkeit hintergesteckt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache das. Ich mache es für mich, ich mache es für mein Leben. Und das ist genau das, was ich dir zeigen möchte. Wenn du schon seit Jahren oder immer mal wieder diese Impulse fühlst, dass du etwas machen möchtest, es kann klein sein, es kann groß sein, egal was. Und du immer wieder merkst, boah, wenn ich das irgendwem erzähle oder du erzählst es vielleicht schon gar keinem mehr. Das kenne ich auch von mir. Ich habe irgendwann aufgehört, das Menschen zu erzählen, die es sowieso nicht verstehen und irgendwie immer runtermachen. Dann lade ich dich herzlich ein, dass wir beide zusammen dein Potenzial herausholen, deine Fülle, dein Glück, deine Freude herausholen aus dir, aus deinem Herz, aus deinem Körper. Und dazu gehört es, seinen Impulsen noch so verrückt, wie sie scheinen. Ich hatte das letzte Mal als Jugendliche mit Pferden zu tun, überhaupt auch mit der Natur zu tun, bevor ich in mein Berufsleben gestartet bin.
Und dann hatte ich gute, also über 10 Jahre überhaupt nichts mehr mit Pferden zu tun. Und jetzt habe ich 6 Pferde, eine Riesenweide und bin hier wirklich, mach Pferdefestivals, gib Retreats, mach super tolle 1-zu-1-Begleitung, online und offline. Und das war so unvorstellbar für andere Menschen, aber für mich ist es mein Traum. Und daraus entsteht ganz, ganz viel auch bei dir. Also, mein Weckruf an dich. Steh auf, geh für dich. Höre nicht mehr auf und verbinde dich mit Menschen, die was damit anfangen können. Du musst es nicht jemandem erzählen, der dir ständig sagt, das geht nicht, das geht nicht. Sondern erzähle es denen, die sagen, ah, oh, wie geil ist das denn? Es hört sich total gut an. Komm, lass uns das zusammen machen. Weil wenn es in deinen Vorstellungen möglich ist, dann wirst du es auch leben können. Nur es braucht halt diese Tipps, diese Kniffe, wie man denn dann auch wie du dein Ziel erreichst. Und deswegen ist es so wichtig, sich an jemanden anzuheften, der diesen Weg schon gegangen ist. Und ich werde dir all meine Erfahrungen mitgeben, all mein Wissen, wie du wirklich Schritt für Schritt deine Ziele erreichst. Und deswegen lade ich dich ein. Ab 1.5. begleite ich dich 6 Monate, ein 1-zu-1 VIP-Coaching, online und offline, ganz eng, tägliche Impulse. Wir werden täglich schauen, im Alltag, du brauchst keine extra Zeit dafür, wie du dein größtes Glück, deine Gesundheit, dein Reichtum im Innen wie im Außen, wie du das in dein Leben ziehst. Eine glückliche Partnerschaft, glückliche Kinder, dass du wirklich mit einem Lächeln aufstehst und mit einem Lächeln in die Nacht gehst. Und ich zeige dir auch, wie du deine Ängste drehst, deine Sorgen drehst. Das ist einfach nur schön, wenn man weiß, wie. Und in diesem Sinne, ja, lass die Klugscheißer und die Dumpfbacken sich um sich selbst kümmern und du fängst an, dass du dich jetzt um dich kümmerst. Ich freue mich auf dich. In Liebe, deine Svenja, deine Herde. Und ich finde es einfach nochmal so schön. Wir gucken einfach nochmal hier raus, dass da hinten die Pferde. Auf der anderen Seite habe ich so ein schönes, schönes Haushäuschen. Und hier werden wir dann zusammen sein und zusammen dein neues Leben erschaffen. Tschüss.